Und ich denke, dass diese Frage, kann man in der jetzigen Zeit, natürlich in jeder Zeit kann man das machen. In jeder Zeit, weil Unterhaltung ist total wichtig. Das hat sich auch die Pandemie gezeigt, als plötzlich alle zu Hause waren und es gab keine Veranstaltungen mehr. Das ist einfach so, es hat doch einen Grund, warum Hunderttausende von Menschen weggehen auf Konzerte, in Kabarett, Comedy-Veranstaltungen, in der Oper, Operette. Es ist Freizeit. Und wenn ich keine Freizeit mehr habe, fehlt mir der Ausgleich. Wenn mir der Ausgleich fehlt, bin ich gestresst. Wenn ich gestresst bin, bin ich schneller aggressiv. Und das schlägt sich auf die Zahlen nieder. Häusliche Gewalt und sowas spricht man nicht so gerne drüber, aber die ist ja explodiert. Und es ist total wichtig, dass man unterhält, dass man Entertainment macht. Das ist, und ich bin so wirklich so heilfroh, dass wir endlich wieder raus können und uns unterhalten lassen können und ich selber wieder auf der Bühne stehen kann. Und du bist so ein Profi und wenn du dann auf die Bühne kommst am Samstag und dann gibt es erstmal 10 Minuten Applaus hier in deiner Heimat, hier in deiner Heimat in der Waldbühne. So. Ja. Was geht dir dadurch wohl durch den Bauch? Also es ist schon, wenn du rauskommst auf der Bühne und dann jubeln dir 20.000, 10.000, 5.000, 30, 70.000 Leute zu, ist es natürlich schon, es ist ja ein Vorab-Applaus. Also die Leute, die sind ja hier freiwillig, die haben sich eine Karte gekauft. Die wissen ja teilweise gar nicht, was passiert. Die kennen die Show ja gar nicht.